Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Subnautica, hier einer neuen Aufnahmesession. Und wir hatten beim letzten Mal hier ein paar Fragmente von einem Laserschneider gefunden. Oh, die wachsen aber auch schon ganz schön gut voran hier. Und ich würde sagen, wir schauen in dieser Folge mal, dass wir diese Fragmente da hinten sammeln können. Ich muss mal gerade schauen, wie denn hier der Stand war. Okay, trinken hatte ich dabei. Essen geht soweit, dann können wir eigentlich auch schon direkt hier auf Tour gehen. Und dazu steige ich mal schnell hier ein. Und los geht's. Genau, der Laserschneider, der war ja hier hinten rüber. Da sind wir ja zuletzt rüber geschwommen, weil eben diese Löcher, wo wir vorher immer runter sind, die sind schon so ein bisschen fortgeschrittener. Dann sind wir ja nicht wirklich weitergekommen. Und hier machen wir mal gerade Licht an. Und dann schauen wir jetzt mal, dass wir hier die Laserschneider in diesen, ja, in diesen verschachtelten Höhlen finden. Die sind auch, die sind auch nicht so ganz ohne, wenn man sich da ein bisschen verirrt. Das ist uns ja beim letzten Mal so ein bisschen passiert. Und da hatten wir nochmal Glück. Oh, Moment. Da fällt mir gerade eine Sache ein. Den sammle ich. Dann ist die Markierung weg. Und wir haben eine Markierung, die wir setzen können. So, ich werde aber sagen, nee, Rückfahrkammer brauchen wir gerade nicht. Ich gehe trotzdem mal gerade, ja, ich sag mal zu Fuß, schwimme mich mal hier lang und wir schauen mal gerade, wo es denn hier überhaupt lang ging. Ich glaube, hier war, hier der Weg ist schon ganz gut. Hier geht es möglicherweise weiter runter. Schauen wir einfach mal. Lassen wir uns überraschen. Weil ich meine, es war ein bisschen enger hier, ne? Und dann ging das. Genau, hier, das sieht gut aus. Ja, das könnte nur schwierig werden, hier reinzukommen. Na gut, wir schwimmen jetzt einfach mal hier rüber. Wir sehen es ja dann. Kann auch sein, dass wir da mit ein bisschen Feingefühl kommen. Ich hoffe nur... Also reinkommen. Ich hoffe nur... Oh ja, hier geht es auch direkt schon runter. Moment mal. Okay, ich hoffe nur, dass wir uns da nicht irgendwie... Ach, hallo. Dass wir uns da irgendwie verfangen. Dankeschön. Ich würde den ja gerne streicheln irgendwie. Oh, ein bisschen was zu essen ist auch nicht schlecht. So. Also, es war einmal hier lang. Und dann hier runter. Oh, da sind sogar noch ein paar Kisten. Na, sieh mal an. Die habe ich gerade gar nicht gesehen. Gut. So. Dann hoffen wir mal, dass wir hier Glück haben. Aber... Bisher sieht es ja ganz gut aus. Ja. Wir werden hier und da auf jeden Fall anecken. Okay. Ich würde sagen, ich nutze die Gelegenheit auch gleichzeitig mal hier ein bisschen Rohstoffe zu sammeln. Und das Schöne ist ja, jetzt haben wir eine Markierung, wo wir direkt hinlaufen können. Hinlaufen, hinschwimmen meine ich natürlich. So, was haben wir denn hier? Ach, das war... Das haben wir schon gescannt, ne? Genau. Oh. Ach so, das sind die... Ja, okay. Scannen wir trotzdem mal. Ist ja ganz nett. Wenn wir das mal gemacht haben. Ja, Gold finden wir ja auch. Brauchen wir auch jederzeit. Und wie sieht es denn hier rüber aus? Hier kämen wir auch schon nicht lang. Aha. Fragment eines Laserschneiders und wir haben hier nochmal ein Ei. So, und du kommst mit. Ich werde für dich ein schönes Zuhause bauen. Oh.
Und langsam müssen wir auch mal wieder umkehren. Wir werden jetzt einfach mal umkehren, weil... Ja, ich kriege so langsam das Gefühl, wir sind schon relativ weit weg. Und wenn ich das Gefühl bekomme, dann ist es in der Regel so, dass ich mich ganz schnell... ich sag mal, verschwimme. Und deswegen schwimmen wir jetzt hier mit weiter. Eigentlich könnten wir hier noch ein bisschen runter mit, ne? Das müsste... Oh. Das müsste eigentlich klappen. Hm. Aber hier ist noch voll gemütlich, muss man sagen. Oh. Ja, so viel dazu. Oh, nein. Bin ich hängen geblieben. Egal. Die machen ja nicht so viel Schaden. Oh. Hallo. Darf ich ganz kurz? Dankeschön. Oh Mann, ey. Das würde mir so leid tun, wenn ich die aus Versehen rammen würde, ne? Ah, hier ist... Hier kommen wir nicht runter, glaube ich. Oder? Ne, jetzt hängen wir fest. Und ich hoffe, dass wir nicht komplett festhängen werden irgendwann. So ganz, ganz vorsichtig. Nicht zu schnell drehen. Au. Schwimmen wir mal hier lang. Vielleicht kommen wir hier irgendwie... Ja, genau. Weiter runter. Und... Ja, wie die nächsten. Und vielleicht auch wieder ein Ei drin. Oh, ich glaub's nicht. Noch ein drittes Ei, ne? Das war jetzt das dritte. Und jetzt haben wir den Laserschneider voll. Was sagt man dazu? Den würde ich dann auch sehr schnell bauen, würde ich sagen. Ja, da sind die schon wieder, ne? Diese Gauner. Na gut. Hier sind wir durch. Ich frage mich nur gerade... Oh, schön. Ich frage mich nur gerade... Wir haben ja jetzt den Laserschneider. Aber die Frage ist... Wofür haben wir den Laserschneider? Was sollen wir damit aufschneiden? Aber wir schwimmen jetzt erstmal wieder Richtung Heimat. Und schauen mal, was wir dafür brauchen, um den zu bauen. Wir brauchen bestimmt sowas wie Rubine oder so. Oh, nein! Ich habe dich hoffentlich nicht erwischt. Und anhalten. So. Da fällt mir noch ein, dass... Ja, okay, das gucken wir gleich. Ups. Nee. Trinken könnte man auch mal was. Essen haue ich mir jetzt mal gerade das hier rein. So. Welcome aboard, Captain. Ja. Oh Gott, ich habe hier keinen Platz mehr. Moment mal, jetzt, bevor wir hier irgendwas machen, die Schränke. Was kosten die? Ich würde auch sagen, dass wir vorher hier noch zwei Sachen machen. Ganz wichtig, bevor ich das vergesse, das wäre jetzt eigentlich gerade ganz passend. Wir tauschen mal gerade die Batterien aus. Und dann bauen wir jetzt mal hier das Glas, weil ich würde gerne so Glastunnel da unten bauen. Ist zwar jetzt nur die Basis hier vor der Hütte, aber ja, warum nicht auch hier schön bauen, ne? Absolut genial. Ach, Mist. Den habe ich genau dahinter gebaut. Absolut genial fände ich es, wenn wir so einen großen Raum schon bauen könnten. Was fehlt mir denn da? Ach, ich habe... ich habe noch nicht genug. Ja, fängt es an. Quarz. Ja, gut. Titan haben wir mehr als genug. Quarz haben wir kaum was. Hier war auch nichts mehr, ne? Eins. Glas braucht zu zwei, ne? Genau. Dann holen wir nochmal schnell Quarz.
Das finde ich auch cool irgendwie mit diesen Stangen hier drunter. Und dann bauen wir hier noch ein zweites Fenster. Dann schauen wir mal. Ich würde sogar noch mehr Quarz holen tatsächlich als nur zwei. Weil dann würde ich vielleicht nochmal für ein bisschen mehr Strom sorgen. Das wäre auch cool, wenn man künstlich irgendwie Mineralien züchten könnte. Das fände ich richtig cool. Dann kann man ganz viel Quarz machen. Aber ich meine... Ja, wobei, man könnte es vielleicht machen, wenn man so im... Ja, ich sag mal im Endgame ist. Wenn man alles mal gesehen hat und alles gefunden und erreicht, dann könnte man sowas vielleicht machen. Weil jetzt am Anfang natürlich... Wo bleibt dann eben der Faktor Survival? Der fällt ja dann weg. Aber wenn man das Spiel durch hat, dann kann man sowas, finde ich, machen. Aber da kann man noch so ein paar entspannte Ründchen machen. Wir wissen ja noch, in dem Let's Play des ersten Teils, da haben wir später auch so viel gebaut. Es wird halt irgendwann vielleicht ein bisschen lästig, immer wieder und weiter suchen zu müssen. So, wir haben auf jeden Fall zwei, ne? Zwei haben wir gefunden. Dann würde ich sagen, verarbeiten wir das jetzt einfach mal schnell. Ist auch schön, wie lange wir jetzt mittlerweile die Luft hier anhalten können. So, da sind wir schon wieder. Gut, zwei Glas, ne, ein Glas und eins haben wir noch dabei, ne? Ne, doch, haben wir dabei. Habe ich nicht weggelegt. So. Ne, falsch. Ich muss hier rüber. Und bauen. So, Nummer 5. Die sind auch so schick. Ich will mal gerade schauen. Hier brauchen wir auch nochmal Quarz. Das war gar nicht so teuer. So. Hä, was ist denn hier los? Ich kann mir vorstellen, dass das Problem ist, weil wir da genau den Schrank noch haben. Dann baue ich den mal gerade vorübergehend, nur mal gerade hier hin. Ja? Achso, deswegen konnte ich nicht wechseln, ich wollte gerade schon sagen. So. Nein. Die Boje kann ich nicht da rein tun, dann haben wir ja keinen Platz mehr. Irgendwie ist irgendwas da reingefallen, was da nicht rein sollte. Und zwar hier Titan. So, und noch irgendwas, oder? Warte mal, ich hole mal die gerade hier raus. Nee, ich lasse mal drin. Und wir bauen das hier gerade ab. Und dann probieren wir das nochmal aus, weil das müsste jetzt funktionieren. Schauen wir mal. So, ja, das sieht schon deutlich besser aus. Und ich mag halt... Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht, aber ich finde diese Glasoptik immer wieder schön anzusehen. Vielleicht bauen wir mal den hier, oder? Ich würde den einfach mal hinten dran jetzt setzen. Hä? Komisch. Wenn wir ja hier schauen, ne? Warum zeigt er hier das Gelbe an? Kann er das vielleicht irgendwie... Oder können wir das vielleicht irgendwie irgendwann entfernen? Ja, das gefällt mir schon mal ganz gut. Dann würde ich nämlich hier hinten noch ein paar Schränke hinbauen. Vorausgesetzt, wir holen hier mal gerade ein bisschen Titan. Hä? War das jetzt gerade nur was im Augenwinkel, was gerade nicht hier mit der Folge zu tun hat? Oder hat das hier gerade mal kurz geflackert? So, einmal hier hin. Ups, brauche ich ja gar nicht neu auszuwählen. Genau. Bauen wir hier erstmal drei hin. Dann ist natürlich die Frage, wie wollen wir weiter vorgehen? Wollen wir nach rechts oder geradeaus? Ich glaube, wir machen das erstmal so, dass wir hier den nächsten wieder hinbauen. Den rechts bauen wir wieder ab. Nehmen hier die ganzen Sachen raus.
Und tun hier, genau, unseren ganzen Kram rein. Wobei ich hierfür direkt schon mal eine Idee habe. Wir machen das jetzt wirklich mal hier. Genau. Machen das so. Tun dann hier eben Pflanzen rein, die wir brauchen für irgendwas zum Craften. Tiere. Genau. Da tun wir dann hier eben die Eier rein. Dann würde ich sagen, machen wir noch Kupfer. Machen wir hier rein. Ist natürlich jetzt noch nicht so optimal, ne? Die Aufteilung, die wir haben. Aber besser als vorher. Gold und Diamant. Machen wir Gold dir. Hier haben wir dann, ups, hier haben wir dann eben Titan. So. Nee. Die drei. Hier hinten war Kupfer. Genau. Oh, wir haben gar nicht so wenig Kupfer. Das freut mich schon mal zu sehen. Da sind wir schon mal ein bisschen besser vorbereitet. Das ist auf jeden Fall Pflanze. Das hier ist Titan. Und das hier bauen wir nochmal ab. Das bauen wir hinten nochmal hin. Hatten wir hier die Pflanze? Ne, das war hier. Ups. Und wir bauen hier, genau. Den bauen wir jetzt einfach mal. Ne, ich will das nicht in den Raum hier reinbauen. Das bauen wir hier hin. So, das hier ist ja jetzt sowas wie ein kleiner Raum. Und zwar nicht so schön wie diese großen, die wir hoffentlich bald finden. Ach, aber ausreichend. Achso, doch. Das wollte ich machen. Zwei Kisten mit Titan. So viel Titan, wie wir finden. Und hier machen wir dann eben Blei, Silber. Genau, das passt ganz gut. Kürzen wir das Ganze ab mit einem Punkt. Machen wir das hier auch noch richtig. Komm. So. Und dann müssen wir jetzt mal gerade schauen. Jetzt müssen wir einen Plan schmieden. Was machen wir als nächstes? Ja, ich finde das auf jeden Fall schon mal schön, unsere kleine Basis hier. Die sind wunderbar herangewachsen. Oder? Ah, nee, Moment. Das war doch... Jetzt muss ich gerade überlegen. War das so? Nee. Ah. Da kommen die Fragezeichen. Dann können wir die hier nämlich gerade mal sammeln. Oh, das waren zu viel. Egal. Aber jetzt haben wir... Ups. Ach, so sehen sie aus. Ja, haben wir jetzt schön was angepflanzt. Das können wir direkt mal hier in unsere schöne kleine Kiste tun. Welcome aboard, Captain. Und damit können wir dann nämlich hier die Batterien machen. Und das Zweite, was mir gerade einfällt, das ist mir völlig entgangen hier bei der Baufreude. Ich wollte doch schauen, was denn das, genau, das Reparaturwerkzeug kostet und was hier der Laserschneider kostet. Und Diamant, das ist noch besser. Diamant haben wir nämlich da. Schwefel muss ich schauen. Ah, Moment, Schwefel ist wohl eher hier oben drin. Das habe ich nämlich nirgendwo gerade gesehen. Schwefel, oh Gott, das können wir auch mal gerade sortieren. Genau, Diamanten haben wir da. Ach, das sind die Knollen, die Wurzeln. So. Und es wird schon wieder dunkel. Eieiei. Ah, so. Gut. Dann war hier Kupfer.
zwar Blei und Silber. Und hier kommen die Pflanzen rein. So, dann haben wir noch Sonstiges. Hier kam noch Gold rein. Hier würde ich nämlich Sonstiges noch mit rein tun. Dann haben wir hier ein bisschen Medikit, tun wir hier mit rein. Und haben wir noch eine ganz große Pflanze dabei. Genau. So. Eigentlich könnte man die Tür auch anders setzen. Die holen wir mal gerade, die Luke hier. Die setzen wir nämlich jetzt mal hier an die Seite, weil dann müssen wir nicht jedes Mal rum. Und ist vielleicht ein bisschen gemütlicher, sag ich mal. Oder dahin? Nee, hier hin. Da hinten hätten wir nicht den Platz für. So. Genau. Also, Schwefel haben wir irgendwie nicht mehr da. Da müssen wir also die kleinen Tierchen nochmal ärgern gehen. Und uns da ein bisschen was holen. Dann würde ich sagen, schauen wir erstmal, was das andere war. Das war... Wir brauchen zweimal Schwefel. Na gut. Wir haben also einen Plan. Schwefel besorgen. Ich würde sagen, wir machen hier an der Stelle einen kleinen Cut. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.